Heute traf man sich zur Videokonferenz. Eines der Hauptthemen: wann und wo soll ab Herbst Maske getragen werden? Heike Slanski berichtet. Manchmal hilft ein Blick über den Tellerrand. In der Schweiz gelten keine landesweiten Corona-Maßnahmen mehr. In Österreich auch nicht. In Frankreich wurde der Corona-Pass aufgehoben. Und in Dänemark seit Monaten keinerlei Beschränkungen mehr. Corona wird hier behandelt wie jede andere Viruserkrankung. In Deutschland dagegen wird gerungen und gestritten. Gesundheitsministerkonferenz mit Karl Lauterbach, der an Corona erkrankt ist, trotz vierter Impfung. Sein Konzept für den Herbst: Masken im Innenraum. Es sei denn, man ist getestet, genesen oder frisch geimpft. Die Impfung allerdings darf nicht älter als 3 Monate sein. Kritik aus den Ländern. Impfen als Anreiz für einen maskenfreien Zugang zu Restaurants oder Veranstaltungen. Der Minister plädiert für die 4. Impfung, am besten gleich für alle, und macht Druck gegen die ständige Impfkommission, die das ablehnt. Entsprechend wütend die Reaktion. Rüdiger von Kries kontert: es wäre besser, wenn Lauterbach seine Zunge etwas besser im Griff hätte. Wir kommen jetzt in eine Phase hinein, wo der Ausnahmezustand die Normalität sein wird. Ja, wir werden ab jetzt immer im Ausnahmezustand sein.